Ja, ich denke, so vor 5 Jahren. Durch seine Nachrichten eben von dem Herrn Müller. Und dann habe ich mir die einzelnen Aktien angeschaut, weil ich schaue mir ja einzelne Aktien an. Und da muss ich recht geben, dass also Essen, Trinken, Luxus immer geht. Und so bin ich aufmerksam geworden. Habe auch meine Erfahrungen gemacht. Habe ziemlich am Anfang das BCDI-Zertifikat gekauft. So bei 201,2 Euro habe ich es noch gekriegt. Bin dann später in Urlaub gefahren und habe dann einen Stoppkurs gesetzt und bin dann glatt ausgestoppt worden. Ne? Bei 124, 25, das hat mich geärgert. Hinterher war es wieder über 130. Aber jetzt, wo alles runtergegangen war, habe ich es wieder bekommen, habe es dann bei 123 gekauft und jetzt werde ich es behalten. Und wenn es ich nicht brauche, dann sollen es auch meine Enkel kriegen, wie der Herr Müller sagt. Das kann man einfach liegen lassen und ich ärgere mich halt mit meinen Aktien umeinander, aber das Zertifikat bleibt liegen.